Als Frauenrechtlerin und Menschenrechtlerin und dann auch als Anwältin war ich ja sehr aktiv immer in verschiedenen Bereichen der Integration und auch der Arbeit für die Menschenrechte gegen Zwangsheirat, Ehrenmorde und Genitalverstümmelung. Das sind ja alles Themen, für die ich mich immer eingesetzt habe und oftmals natürlich auch im Zusammenhang mit dem Islam. So war 2009 die Idee geboren für die liberalen, moderaten Muslime, die den Islam zeitgemäß leben und den Koran kritisch, historisch lesen und somit auch eine Lesart, die geschlechtergerechter ist, praktizieren. So ein Ort sollte geschaffen werden. Das war mein Traum, wo Frauen und Männer zusammen beten können, mit oder ohne Kopftuch, das ist die Entscheidung der einzelnen Frau, wo durchaus auch eine Frau vorbeten darf, also Imamin sein kann und auch die Predigt am Freitag sprechen. Als ich gelesen habe, dass diese Moschee sich gründet und eröffnet werden wird, fand ich das ganz spannend. Als ich dann hier das erste Mal hier in die Moscheeräume gekommen bin, war das wie ankommen, war wie in die Heimat kommen. Der Islam war in der Vergangenheit nicht wirklich einladend für mich als schwuler Mann. Mein Bild vom Islam war ein homophobes Bild. Das sind einfach menschengemachte Urteile und Vorurteile und Ablehnungen und Ängste und politische Positionierungen auch, die nichts mit der Religion zu tun haben. Und die Religion gibt es eigentlich gar nicht her. Ich wurde 1963 in Istanbul geboren und bin mit 6 Jahren nach Berlin gekommen mit meinen Eltern. Als ich 15 war, habe ich immer wieder festgestellt, dass ich als Mädchen in meiner Familie oder auch in der Gesellschaft anders behandelt werde. Und ab da war ich eigentlich Feministin. Und in den 80er Jahren tatsächlich gab es wenige Frauen aus der Türkei, die sich für die Rechte der Frauen aus der Türkei vor allem engagiert haben. Und tragisch ist dann eigentlich, dass ich nicht in der Türkei, sondern in Deutschland, in Berlin, in dieser Beratungsstelle angeschossen wurde. Und das hat mir dann gezeigt, dass es auch in Deutschland gefährlich ist, sich für Frauenrechte einzusetzen. Wir lesen zum Beispiel immer noch Gelehrte aus dem 11. Jahrhundert, aus dem 12. Jahrhundert. Das sind sehr, sehr wertvolle Gelehrte. Aber manchmal passen sie mit unserer Lebensrealität nicht mehr überein oder sind überholt. Und da muss einfach eine neue Leseart entstehen. Aber das geht nicht über die Moschee von Seydan Ateş. Das braucht einen anderen Raum, es braucht eine andere Plattform. Und dabei geht es nicht, gleich zu sagen, wir wollen den Islam liberalisieren. Nein, wir möchten einen Raum schaffen, dass überhaupt diskutiert wird. Und dann kann man ja zu einem Entschluss kommen, der vielleicht konservativer ist oder vielleicht sehr, sehr viel liberaler ist als das Status quo. Seydan Ateş hat eine GmbH gegründet, die sie dann Moschee genannt hat. Das ist ihr gutes Recht, das auch auf diese Art und Weise zu tun. Die Frage ist, wie viele Muslime fühlen sich von dieser Moschee GmbH angesprochen und gehen dort zum Gebet hin. Aber an sich hat jeder die Möglichkeit zu gründen, was er möchte, nach deutschem Recht und Gesetz. Bei Frau Ateş habe ich eher das Gefühl, dass da sehr viel Medienmache dahinter ist. Immer wenn sie irgendwas macht, sind Kameraleute dabei. Es gibt mir das Gefühl, dass das nicht echt ist, dass es nicht geglaubt ist wirklich, sondern eher eine Show ist. Der Hauptpunkt, über den sich die Konservativen und Orthodoxen ärgern, ist, dass Männer und Frauen hier zusammen beten. Es ist bezeichnend, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter innerhalb der Religion ihr größtes Problem ist. Die allermeisten Männer beschreiben sich selbst, die uns kritisieren. Beschreiben sich selbst, und das ist sehr bedauerlich, als triebgesteuerte, sexuell wahnsinnige Typen. Sie sagen nämlich, wir beten auf eine besondere Art und Weise, nämlich indem wir uns niederknien und nach vorne beugen, dann kommt der Hintern so ein bisschen hoch und der Mann könnte dann seine sexuellen Gelüste nicht kontrollieren. Das sagen die selber. Und ich antworte darauf, hier ist eine Moschee. Das heißt, du trittst vor Gott und kommst nicht in eine Bar oder in eine Disco. Das ist keine Heiratsvermittlungsagentur oder ein Abschleppladen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Religion Frauen sexualisiert. Aber ich denke schon, dass es das in muslimischen Kulturkreisen oft gibt, dass Frauen sexualisiert werden. Und ich sehe eigentlich eher, dass die Religion das verhindern möchte, indem sie sagt, Frauen und Männer und vor allem Frauen sollen ihre Reize, ihre sexuellen Kurven bedecken, damit sie eben nicht nur als Sexualobjekt gesehen werden.
Die Geschlechter sind gleichberechtigt im Islam. Es hat in der islamischen Tradition auch viele Frauen gegeben, die Moscheen und Stiftungen gegründet haben, Armenhäuser gegründet haben. Wir haben in Berlin schon seit längeren Jahren eine Moschee, die zum Beispiel zur Organisation der DITIB gehört, das komplett aus Frauen besteht. Aus sich heraus hat der Islam eine große Kultur der gegenseitigen Akzeptanz, der Respektierung verschiedener Rechtsschulen, also eine Kultur der Toleranz. Was schiefgegangen ist, ist die Überformung des Islam etwa mit Kriterien des Nationalstaats. Das sehen wir im Augenblick in der Türkei, wo ein islamisches Programm mit Nationalismus geknüpft wird. Oder immer dann, wenn der Islam mit weltlicher Herrschaft verbunden wird, dann wird es problematisch. Also für den Frieden ist immer der Liberalismus ein Ausweg gewesen. Und deshalb glaube ich auch, dass der liberale Islam eine große Chance ist für den Islam, dass er als nicht mehr als Religion des Terrors wahrgenommen wird. Es gibt so viel mehr Dinge, die uns verbinden, als das, was uns trennt. Und ob das jetzt mit den konservativen, orthodoxen und politischen Leuten im Islam ist oder ob das innerhalb der liberalen Ecke ist. Es gibt so viel mehr, was wir gemeinsam tun können und was uns zusammen verbindet. Am Ende ist es nämlich vor allem auch das, dass uns diese Religion hier verbindet. Wenn wir das schaffen, mehr miteinander in Dialog zu kommen, dann haben wir eine bessere Welt erschaffen. Meine größte Vision für uns, für die Ibn Rushd Goethe-Moschee, ist, dass wir es schaffen, irgendwann ein eigenes großes Gebäude zu haben als Zentrum und von dort aus auch weltweit den Diskurs, den innerislamischen Diskurs mitgestalten. Das ist mein Traum.